Wir heißen euch recht herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Viele Menschen schreiben uns, dass sie durch Gebet Hoffnung, Kraft und Trost empfangen. Und das ist auch unser Anliegen, dass du Kraft empfängst, Trost und Hoffnung, wenn wir beten und wenn du auch selber für deine Anliegen betest, für deinen Alltag und für deine Probleme oder Sorgen, die du gerade hast. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen, selbst in dieser Zeit oder gerade in dieser Zeit, heute mit dem Thema Gott nimm dich an der Hand. Du darfst uns gerne dein Gebetsanliegen schicken auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Gott nimm dich an der Hand. Und da gibt es einen wunderbaren Bibelvers, der steht in Jesaja 41, 13. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich nehme dich an deiner rechten Hand und sage, hab keine Angst, ich helfe dir. So, mancher möge sagen, oh, wenn das wahr wäre, oh, das klingt wie ein Märchen. Ich sag dir, es ist wahr. In der heutigen Zeit ist das nicht wunderbar, wenn wir eine Sicherheit haben, dass Gott sagt, ich nehme dich an der Hand. Und das ist wichtig, wenn wir nicht weiter wissen. Und wir waren unlängst mit unseren Enkeln ein paar Tage im Urlaub. Und unser kleiner Elias, 5 Jahre alt, wenn es dann schwierig wurde oder Felsen kamen oder es wurde uneben, dann streckt er die Hand einem entgegen und dann nimmt man ihn sehr gerne an der Hand und hilft ihm weiter über schwierige Wege oder was auch immer. Und so dürfen wir auch unsere Hände ausstrecken. Nimm mich Gott an der Hand, gerade in der Zeit, wo ich nicht weiß, wie kann ich das oder jenes bezahlen in der Zukunft? Wie wird die Zukunft? Wie soll ich entscheiden? Soll ich das oder jenes machen? Soll ich überhaupt was machen? Gott möchte dich an der Hand nehmen. Aber er nimmt dich nicht an der Hand, wenn du einfach sagst, Gott, mach, was du willst. Nein, er möchte uns leiten. Wir müssen gehen, aber er hilft uns beim Gehen. Und das ist der große Unterschied zwischen Leuten, die sagen, Gott, du machst alles recht. Er macht alles recht, aber er kann es nur bei dir tun, wenn du deine Hand ausstreckst und sagst, nimm mich bei der Hand und leite mich. Und Gott leitet dich, er hilft dir. Danke, Herr, dass wir wirklich diesen Bibelvers wörtlich nehmen dürfen, Herr, dass wir keine Angst zu haben brauchen, Herr, dass du sagst, ich helfe dir. Und Herr, in dieser Zeit, Herr, wo so viel ungewiss ist, danke, dass du uns hilfst. Amen. Amen. Und bevor wir hören, wie Gott eingegriffen hat bei Menschen, wollen wir beten für Gebetsanliegen, die bei uns eingegangen sind. Und da schreibt uns eine Frau ein Anliegen für sich selber und belastete Kinder und Jugendliche. Und sie schreibt, hallo ihr Lieben, würdet ihr für mich beten? Ich halte die Kopfschmerzen nicht mehr aus und war schon bei allen möglichen Ärzten, die nichts tun können. Da ich eine Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie habe und die Kinder mich gerade jetzt extrem brauchen wegen der Prüfungsphasen, ist es so mühsam, mit den Schmerzen zu arbeiten. Bitte betet auch für die von okkulten Mächten belasteten Kinder und Jugendlichen, die in unserer Praxis immer mehr werden. Gott weiß, an wen ich dabei denke. Vielen Dank. Und das wollen wir gerne tun. Jesus, wir danken dir, dass du diese Frau kennst, die sich da wirklich aufopfert für Kinder und Jugendliche. Und ich danke dir, dass du sie von ihren Kopfschmerzen befreist. Und wir entmachten diese Kopfschmerzen im Namen Jesus, dass sie wirklich aufhören und nicht mehr kommen. Danke, Jesus, dass deine Heilungskraft immer noch da ist und dass du diese Frau berührst. Und du weißt auch um die anvertrauten Kinder und Jugendlichen, wo sie schreibt, dass es immer mehr wird. Und ich danke dir, dass du auch da ein große Wunder tust, dass du diese Kinder und Jugendlichen kennst, die so bedrängt sind von Negativem und von okkulten Mächten. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass du der Herr bist und dass du Licht hineinbringst in diese Dunkelheit. Danke, dass wir auch diese Dunkelheit entmachten durch das Blut Jesus und dass da wirklich Frieden kommt und Freude kommt und Licht kommt. Danke, Jesus. Amen. Amen.
Und eine Mutter bittet um Gebet für ihre Tochter. Sie schreibt Folgendes: Können Sie bitte auch für meine Tochter beten? Sie hat, wenn ihre Nase verstopft ist, einen Überdruck im Ohr und dann gehen die Ohren zu und sie hört dann schlecht. Außerdem hat sie mit den Beinen seit langem Probleme. Senkfuß und schwaches Bindegewebe und schwache Muskulatur, so dass sie immer wieder Schmerzen in den Beinen hat. Vielen lieben Dank für Ihre Gebetsunterstützung. Und Jesus, du kennst auch diese Tochter. Und ich danke dir, dass du auch in ihre Lebenssituation eingreifst. Danke, dass du diese Ohren heilst und dass sie aufgehen oder dass diese Ursache beseitigt wird. Danke, Jesus. Danke, dass du ein Gott bist, der heilt und der Hilfe hat für jeden Einzelnen. Und ich danke dir, dass du auch diese Beine berührst, dass dieser Senkfuß sich wieder in die richtige Stellung bringt, so wie du es geschaffen hast, in die richtige Schöpfungsordnung. Danke, Jesus, dass die Schmerzen verschwinden und dass diese Beine, diese Muskeln, Bindegewebe, alles, was da nicht in Ordnung ist, dass das wiederhergestellt wird. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für das, was du tust bei dieser Tochter. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Wir beten gerne dafür und die Infos sind eingeblendet. Ein Gebetsanliegen hat uns erreicht für einen Vater. Liebe Geschwister, bitte betet für meinen Vater. Er ist jetzt wieder auf Intensivstation, musste nachts wiederholt operiert werden. Er hat Darmbruch gehabt und jetzt noch Lungenentzündung bekommen. Bitte betet, dass er wieder gesund wird. Danke. Danke, Herr, dass du jetzt diesen Vater kennst und du kennst auch die schwierige Situation medizinisch gesehen, aber für dich, Herr, gibt es keine Probleme und Herr, wir bitten und glauben, dass du diesem Vater hilfst, dass er schnell wieder auf die Beine kommt, dass alles schnell heilt und danke, Herr, auch Herr, dass du die Ärzte dazu gebraucht hast, zu helfen und ich danke dir dafür, dass du der Heiler bist. Herr, berühre du diesen Vater, Herr, wir beten aber auch für all diejenigen, die jetzt gerade in einer Klinik liegen und irgendwelche Krankheiten haben, in einem Heilungsprozess sind und ganz besonders die, die auf der Intensivstation sind, Herr, wo jetzt Menschen zuschauen und sagen, oh ja, hätte ich doch geschrieben, dann würde dafür gebetet werden und ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du Gebete hörst. Amen. Amen. Und folgendes Gebetsanliegen erreichte uns auf WhatsApp. Kann meiner Arbeit nicht mehr nachgehen, schreibt jemand. Bin immer alleine zu Hause, fühle mich, als wäre ich der einzige Mensch auf dieser Erde. Habe Angst, in den Urlaub zu fahren, Flugangst, Angst vorm Zahnarzt oder Friseur und vor Veränderungen. Sorgen um meine Kinder und Enkelin. Ja, da ist es auch gut zu wissen, dass Gott sagt, ich bin immer bei dir. Und wenn wir wissen, dass wir eine starke Kraft in uns haben, die haben wir durch den Heiligen Geist in uns, dann muss die Angst auch weichen. Dann wissen wir können es. Wir haben keine Angst. Gott ist mit uns. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du jetzt mit dieser Person nahe bist, die sich nichts mehr getraut, weil sie vor allem Angst hat und die Angst sich immer mehr aufbaut. Ich danke dir dafür, Herr, dass sie wirklich erkennt, wer sie in dir ist. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du, Herr, die Liebe, deine Liebe, deine Kraft zeigst, Herr. Und ich danke dir dafür, dass ab jetzt Veränderung kommt. Und Herr, danke, Herr, für Urlaub und für all das Alltägliche, Herr, unter die Leute zu gehen. Herr, dass die Angst abfällt. Herr, Vater, wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Und Gott tut so viel Gutes. Und mit folgenden Zeugnissen wollen wir euch ermutigen. Groß ist unser Gott, schreibt diese Frau aus Norddeutschland. Anfang Juni letzten Jahres hatte ich mir die Schulter gebrochen. Ich bat um Gebetsunterstützung bei euch. Vielen Dank dafür. Jesus hat mich geheilt. Ich brauchte nicht operiert werden. Ich bin so dankbar. Wir haben einen so großen und wunderbaren Gott. Und das ist wahr. Nach Gebet für den Sohn, er wurde seiner Familie wieder geschenkt. Ich bedanke mich, dass ihr mit
für unseren Sohn gebetet habt. Der Herr hat ihn im wahrsten Sinne mehrmals vom Tod errettet und wir durften erleben, wie er seiner Familie wiedergeschenkt wurde. Er wurde nach mehreren Hürden am 7.11.2021 retransplantiert, wiederbelebt und ist seit Ende November dankbar wieder zu Hause. Was für ein Eingreifen Gottes. Von Augenproblemen geheilt, schreibt uns eine Frau aus Bayern. Von Herzen danke für eure Gebete um Heilung meiner Augenprobleme. Sie waren wirklich massivster Art und schon bald, nachdem ich euch dieses Anliegen mitgeteilt hatte, haben sich zunehmend Schritt um Schritt weitere Verbesserungen im rechten Auge eingestellt. Ich sehe fast durchweg wieder ganz normal. Gott ist so gut. Wie schön. Und noch ein Zeugnis, Gottes Veränderung ist wunderbar. Ich hatte Corona und bin wieder genesen. Zu Beginn der Krankheitszeit schaute ich mir eure DVD Freude am Leben vom April 2021 an und habe in den letzten 3 Wochen mehr in der Bibel gelesen als in den letzten 30 Jahren. Gott ist so groß, so treu und so unbeschreiblich liebevoll. Er hat mich in dieser Zeit verändert. Heute habe ich die DVD noch einmal angeschaut. Es wurde so hell und unsagbar, jedoch total spürbar, warm in mir. Danke für alles, was ihr tut. Die gute Botschaft von Jesus verkündigen ist ein absoluter Segen für euch und uns alle. Ja, und hier hat Corona sogar etwas Gutes bewirkt. Alle Dinge sind zum Besten. Ja, wie wunderbar, das zu hören. Und wenn du sagst, oh, diese DVD brauche ich auch, schreib uns einfach das Datum oder den Monat, wie es gerade gesagt wurde. Und wir würden es dir gerne zuschicken, wenn du diese haben möchtest. Aber wenn du irgendwas erlebt hast, lass es uns wissen. Es freut uns, das anderen mitzuteilen. Ja, heute möchte ich dir einen Tipp geben, das zusammenhängt natürlich mit unserem Thema heute. Streck deine Hand aus. Streck deine Hand aus zu Gott. Du kannst das auch wirklich physikalisch tun, indem, ja, das ist immer, wenn wir was physikalisch mit unserem Körper tun, hat man mehr das im Griff oder hat es mehr emotional. Aber streck deine Hand aus und sag, Herr, ergreife meine Hand, leite du mich. Und er nimmt deine Hand und er möchte dich leiten. Sende uns gerne dein Gebetsanliegen. Wir beten für dich und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, und heute möchten wir dich für unser Sommerfest, für unsere 77 Jahre Missionswerk Karlsruhe einladen. Am Samstag haben wir Flohmarkt, Kindersachen-Flohmarkt. Wenn dich das interessiert und viel Essen und viel Spaß für Kinder. Aber am Sonntag 10 Uhr ist der Festgottesdienst, auch der Bürgermeister kommt und viele interessante Sachen werden wir erleben und danach natürlich auch gute Zeit miteinander im Freien haben. Komm einfach vorbei, nächsten Sonntag, 3. Juli, 10 Uhr ist der Gottesdienst. Und wir freuen uns auf unser Sommerfest und natürlich auch, wenn wir dich begrüßen dürften. Und bis dahin alles Gute und Gottes Segen. Tschüss. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.